Und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Folge von Command & Conquer Alarmstufe Rot, wo wir die letzte Mission hier wunderbar verkackt haben. So, das müssen wir jetzt hier gleich mal nochmal machen. Sehr schön. So, ihr macht mal hier kurz hier eins. Und lasst hier mal kurz hier stehen, weil die Hunde, die hätte ich schon gerne. Ich mag Hunde. Ja, Einsatz sichern. So, da. Ja, mal kurz aufpassen hier. So, speichern. Ja, wenn man weiß, wo was kommt, dann ist das ja auch doch gleich wieder viel einfacher. Oh. Da oben. Ja, hallo. Kommt mal gleich hier hin. Also mal kurz warten, bis sie da eingetrudelt sind. 6 Minuten haben wir noch. So. Einsatz sichern. Da. So. Gehen wir jetzt hier nochmal hoch. So, das sollte jetzt aber reichen, ne? Oh, das war aber knapp. So, das war's. Einsatz erfolgreich. War gar nicht so einfach, die Mission. Ja, bla bla bla. Führung 13, Effizienz 100. Gesamtpunkte 663, gelber Spieler nicht. Sowjetische Verluste 16, Allianzverluste 31. Gebäude verloren, Sowjets 5, Allianz 2. Wo habe ich denn Gebäude verloren? So. Gute Arbeit, wie Sie den Verräter erledigt haben. Sie gefallen, Stalin. Enttäuschen Sie ihn bloß niemals. Und jetzt habe ich einen Spezialauftrag für Sie. Ah, Spezialauftrag. Wir sammeln unsere Kräfte für einen Schlag gegen Berlin. Darum spielen wir mit den Alliierten ein wenig, wie sagt man? Katz und Maus. Ich möchte, dass Sie ein Ablenkungsmanöver durchführen. Beschäftigen Sie den Gegner, bis wir Truppen hinter seinen Linien absetzen können. Mit dieser Verstärkung haben Sie dann die gegnerischen Funkverbindungen zu unterbrechen. Wir möchten Berlin lieber ohne Vorwarnung überraschen. Okay. So, fangen wir hier gleich mit fetten Panzern an, das ist schön. So, erstmal speichern, ja. Das, so. Gucken wir mal gleich hier ein bisschen rum. Da ist... Schauen wir gleich hier hin, so. So, gehen wir da hin, gucken wir da, was da so los ist. Gut, die ersten drei Missionen waren natürlich richtig ein Witz, aber das war ja abzusehen. So. Eine Waffenfabrik. Was? Das finde ich überhaupt nicht gut.
Das ist ja auch nicht so schön. Da muss ich nochmal eine Erzraffinerie bauen. Ja, ich darf mal den nicht aus den Augen lassen. So, wobei, Transporter kann ich trotzdem nochmal bauen. So. So, kannst du da mal bitte vernichten? Danke. Zacki. So, das war's denn mit euch. So, noch ein Sammlerbaum. Und noch eine neue Waffenfabrik. So, dann haben wir hier den Sammler, kann dahin. So, noch eine. So, hier haben wir noch einen Panzer. So ein paar Panzerchen bauen, ja. Supi. Energieniveau kritisch. Das ist auch nicht so fein. Ja. Ich bin hier am Bauen, am Bauen, am Bauen. So, noch ein Panzer. Noch ein Panzer. Mhm. So, hau mal rein hier mit der Waffenfabrik. Dann baue ich gleich noch eine zweite Erzraffinerie. Hä, wo? Hä? Ach, da! Ja, ich bin hier doch am Bauen. Wir brauchen Silos, sehe ich. Ich habe kein Geld mehr. So. So. So, die kann der noch dahin. So, noch eine Waffenfabrik. Oh, der greift mich doch an. Ich habe keine Angst vor euch. Ne, Moment mal, ich muss hier. Die haben mir schon wieder die Sammler zerschossen. So. Sammeln. Ach, ein Radar kann ich auch bauen. So, noch ein Sammler bauen. Du sammelst ja noch da, ist doch egal. Komm, sammel da mal zu. Wobei, das reicht jetzt. So, du kannst noch mal da sammeln. Ah, komm schon. So, Radar. Noch ein Kraftwerk. Sehr schön. So. Jetzt kann das hier aber richtig losgehen.
So, wir haben für die erste Kampagne 25 oder 26 Folgen gebraucht. Ne, 25 waren das. Mal schauen, ob wir. Wenn wir jetzt hier für 26 brauchen, dann brauchen wir genauso lange wie für den ersten Teil. Sorry. Ja, ich bin doch schon am Bauen hier. Ich baue, ich baue, ich baue. Da fällt mir ein, hatten wir die Chronosphäre hatten wir gar nicht benutzt, ne? Das ist auch nicht so schön. Ja, ich baue, ich baue, ich baue. Komm, bleibt doch mal stehen. Ich hole hier noch ein paar Panzer zu euch. Ja. Hä? Bauen die das hier schon wieder auf? Ist das eklig. Ach komm. Ja, das weiß ich doch alles. So, jetzt müssen wir mal dahin gehen. Da geht das anscheinend auch noch weiter. Alter, ist das nervig. So, es geht mal wieder zurück hier. Darf ich raten, wir brauchen Silos. So, aha. Da steht auch noch jemand. Das wird dann 2. Hä, wie kann er das denn wieder aufbauen? Wie kann das denn angehen? So, du gehst jetzt mal dahin. Gott, von überall her strömen hier Panzer. So. Ja, ich baue noch ganz andere Sachen, mein Lieben. So, das dürfte aber auch dann alles schon sein, ne? Vom Gegner. Ja. Führung 48, Effizienz 5. Gesamtpunkte 1627, Geld bei Spielern 4091. Sowjetische Verluste 50, Allianzverluste 171. Oha. Und das in der vierten Mission. Gebäude verloren, wir ein, die Allianz 33. Und so. Oh, oh, das ist, dann geht natürlich gar nicht. So, wo sind wir denn da jetzt? Aha, jetzt müssen wir unten. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Sie haben mir gut gedient. Machen Sie weiter so. Und ihre Zukunft wird so hell strahlen wie der Stern der Sowjetunion.
Als Belohnung für Ihren Dienst am Volke möchte ich Sie befördern. Danke. Ihre erste Aufgabe als Feldhauptmann führt Sie auf die Insel Kalkus. Wir brauchen das Erz dort für ein Sonderprojekt. Außerdem haben Sie die alliierte Funkzentrale dort zu erobern. Wir müssen wissen, was diese imperialistischen Hunde vorhaben. Gute Reise. Tun Sie, was das Volk von Ihnen verlangt. So, hier meine mal schnell die Basis hin, dann speichere ich und dann würde ich sagen, wenn ich hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben wieder zwei Missionen durch. Dann sind wir, ach nee, wir sind jetzt bei der fünften, ne? So war das, glaube ich. Ja, ist egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch bis dahin noch viel Spaß. Also beim nächsten Mal, ne? Und dann wünsche ich euch bis dahin noch viel Spaß und tschüss.